Ja, hallo ihr Lieben, ein neues Video. Glaube ich, echt ein wichtiges Thema. Ist das alles ein Riesenpech, was mir passiert ist in toxischen Beziehungen? Also, gibt ja viel mittlerweile, ob man das jetzt gut findet oder nicht, viel auf YouTube, die ganzen Aufklärer und Aufklärerinnen. Und ich finde es gut, wenn da eine Meinungsvielfalt ist. Also jeder kann sich da ja angezogen fühlen von dem, was er sich angezogen fühlt und was er gerade braucht. Und was ich eine Sache, die ich manchmal, existieren ja auch verschiedene Meinungen. Und ich finde, eine Meinung finde ich tatsächlich problematisch, auch wenn die so nahe liegt. Und das ist diese Meinung, dass man nichts damit zu tun hat, wenn man in eine toxische Beziehung gerät. Dass es komplettes Pech ist, man ist irgendwie nur manipuliert worden und reingetrickst worden und dann abhängig gemacht worden. Und erstmal so ganz grob zusammengefasst, ne? Ein Teil davon stimmt natürlich, also ja, klar, also toxische Beziehungen funktionieren viel mit Manipulationen, Lovebombing, aber dazu kommen wir auch nochmal, das ist ja auch so, dass co-abhängige Menschen auch so ihre Strategien haben, aber funktioniert natürlich viel mit Lovebombing, Future-Faking, Schuldumkehr, Manipulation, Gaslighting, ja, stimmt, also das ist ja auch richtig, ne? Also irgendwo ist, soll ich mal sagen, eine gewisse Wahrheit ist da drin, dass man da reingetrickst wird, drin gehalten wird. Stimmt. Aber ich persönlich bin der Meinung, es ist kein Pech. Es ist so ein Step auf deinem Weg, den du auch, ich glaube, für viele sind toxische Beziehungen eine Möglichkeit aufzuwachen aus unserer 3D-Welt irgendwie und meint ja die Kulissen zu schauen und wo wir wollen eigentlich hin, was ist 5D, hatte ich auch ein Video gemacht vor ein paar Tagen, 5D-Liebe. Insofern muss man hinterher, das wird ja auch in meinem Buch ausführen. Warum sitze ich irgendwas mit Mütze? Heizung ausgefallen, ist arschkalt hier. Werde ich in meinem Buch noch ausführen, dass toxische Beziehungen eigentlich so nach vorne schubsen können, wie so ein Raketenantrieb, dass man sich vielleicht ein paar Jahre später wirklich sagt, das ist das Beste, was mir passieren konnte. So, ne? Also es ist eine Möglichkeit aufzuwachen und es hat definitiv auch mit einem zu tun, weil man hatte einfach die entsprechenden Anziehungspunkte. Das gilt aber übrigens auch für gesunde, auch für schöne Beziehungen. Auch wenn du in eine schöne Beziehung kommst, kannst du sagen, ja, ich hatte ja scheinbar die entsprechenden Anziehungspunkte für eine schöne Beziehung. Da gilt es natürlich genauso. Ne? Oder ich hatte die entsprechenden Anziehungspunkte für Erfolg in bestimmten Lebensbereichen. So, und ich finde, also klar, dann wird manchmal gesagt, nicht jeder hat eine schlechte, man sagt ja immer, ja, also bei meinen Klienten ist das tatsächlich so, eigentlich bei 80-90%, die können genau sagen, ja, mein Vater war so, meine Mutter war so oder irgendeine Mischung von den beiden, das passt schon, ich habe irgendwie meine Eltern gedatet. Aber klar, ich habe auch Klienten, die sagen, hatte eine super Kindheit, jetzt ist da so ein bisschen das Problem, dass ich viele Menschen, die sagen, ich hatte eine super Kindheit, dass sie dann 3 Jahre später sagen, ich habe da plötzlich eine ganz andere Sicht auf meine Kindheit. Und das ist, was ich längerfristigen Beratungssituationen was man am Anfang sagt, ist häufig, hatte eine super Kindheit. Wobei, gerade wenn Leute sagen, sie hatten eine super Kindheit, bin ich schon mal ein bisschen misstrauisch, weil Leute mit einer guten Kindheit, die sagen meistens, ja, waren so die üblichen Sachen, aber war nicht okay. So, ne? Das sagen eigentlich die mit einer wirklich guten Kindheit. Aber dann, ja, arbeite mal länger dran und dann, ja, das Bewusstsein verändert sich und plötzlich sieht man die Kindheit ganz anders. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass die Eltern schuld sind, weil auch die Eltern waren mal Kinder und ist egal, darauf geht's gar nicht. Aber selbst wenn man immer noch meint, ich hatte eine super Kindheit, wunderbar, ich rede auch gar nicht so, ich bin jetzt überhaupt kein Kindheitsfanatiker, so, ne, muss ich sagen, muss ich immer noch sagen, ja, trotzdem hatte ich aber die Anziehungspunkte. Das ist, was ich glaube. Und
weil die Anziehungspunkte kommen von sonst was herkommen, ne? Von Familienthemen, Familienerbe, epigenetische Faktoren, was weiß ich irgendwie. Ja, und worauf ich mal heute hinaus wollte, letztlich kann jeder denken, was er will, ist auch, nur ich finde diesen Gedanken, dass es unter Umständen reines Pech sein könnte, führt meiner Ansicht nach direkt und vertieft das Täter-Opfer-Denken, ne? Weil, wenn es wirklich Pech ist, dann bin ich natürlich zu 100% Opfer. Ja, ich konnte ja überhaupt nichts dafür, es ist einfach über mich hereingebrochen und auch, dass ich da so lange drin geblieben bin, konnte ich überhaupt nichts dafür. Ich bin 30 Jahre lang manipuliert worden und immer wieder reingetrickst. Und also da bin ich, gut, ich merke das, ich finde das für mich da schon schwierig, weil ich kann verstehen, wenn jemand sagt, okay, mich hat jemand mal 3 Monate verarscht oder völlig hinters Licht geführt, okay. Aber ich glaube, wenn man mit Menschen wirklich jahrelang zusammen ist, da kann man wirklich nicht sagen, der hat einen jetzt jahrelang reingetrickst und weil da muss irgendwann, ich finde, also ich kann das wirklich nicht verstehen, wie man das sagen kann, weil irgendwann muss man doch mal auch dann, zumindest in der Rückschau sagen, Himmel, ey, wie konnte ich das nicht sehen, so, ne? Oder wirklich mal zu überlegen, warum wollte ich es nicht sehen, war ich nicht selbstbewusst genug zu gehen, also das kann man ja alles analysieren und muss sich auch selber nicht schlecht fühlen mit seinem eigenen Weg, weil man, es gilt ja für jeden Menschen, man geht den Weg, den man geht und er dauert so lange, wie er dauert und es gibt kein Ziel und es gibt der Weg ist das Ziel und es ist scheißegal, wie lange das dauert, das spielt überhaupt keine Rolle, ne? Aber ich wollte nur sagen, weil man kann dann, finde ich, wenn man jahrelang in solchen Beziehungen war, also ich könnte es zumindest nicht dann so sagen, es hat mich nur mit dem anderen zu tun und er hat mich Tag für Tag da reingetrickst und aufs Kreuz gelegt und da muss ich irgendwann mal sagen, Himmel, warum habe ich das alles geglaubt? So, und obwohl ich immer wieder eines Schlechteren belehrt wurde, dass es eben nicht so ist, dass es eben Lügen sind. Also irgendwann merkt man das ja mal. Aber ja, aber gut, was ich sagen wollte ist, nehmen wir mal an, es wäre reines Pech, dann wäre ich zu 100% Opfer. Ich kann überhaupt nichts tun. Aber das würde natürlich auch wieder bedeuten, dass es in der Zukunft mir auch jederzeit passieren könnte, weil dann, wenn ich wirklich nur Opfer bin, da kann das ja jederzeit wieder passieren. Was ist das denn für ein scheiß Lebensgefühl? So, wenn ich jetzt aber sage, ja, ich kann mich ja wappnen, dass mir das in der Zukunft nicht wieder passiert, dann muss ich mich natürlich wieder fragen, warum war ich vorher nicht gewappnet? Ne? Klar, wie gesagt, das ist jetzt kein, es geht gar nicht darum, sich selber da erst eine Schulnote zu geben, sondern einfach sich selber zu verstehen. Ne? Klar, und wenn man sich wappnen kann, warum war man vorher nicht gewappnet? Ne? Und zack, hat man ja auch schon wieder die Opferebene verlassen. Aber wenn ich sage, es ist rein, ich bin nur getrickst, manipuliert worden. Da könnte mir das ja jederzeit wieder passieren. Dann trickst eben der andere beim nächsten Mal noch besser und verarscht mich noch besser. Und was ist das denn für ein elendes Lebensgefühl? Mal ehrlich, ey. Ach, ich würde dich schrecklich finden, so, ne? Aber wenn ich jetzt sage, ja, es ist nicht meine Schuld oder so, nur dann muss ich eigentlich auch sagen. Also gut, das wäre ein eigenes Thema mit der Schuld, weil eigentlich müsste man irgendwo mal sagen, keiner hat Schuld. Weil jeder macht das, was er aus seinen Programmierungen macht. Aber es das heißt jetzt nicht, dass man nicht Verantwortung übernehmen muss für das, was man tut, ne? Oder für seinen Täter sein oder aber für sein Opfer sein eben auch so. Ne? Aber gut, das ist ein komplexes Thema, das lassen wir mal außen vor. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe keine Schuld, dass ich da reingerutscht bin in diese toxische Beziehung, aber ich kann mir meine Anziehungspunkte angucken. Das ist doch das ist doch Empowerment pur. Dann kann ich sagen, wow, da kann ich ja in mir was ändern, meine Anziehungspunkte. Und ich ändere die ganze Welt da draußen. Wie geil ist das denn? Was für ein geiles Lebensgefühl ist das? Ne? Es ist doch ein oberfucking geiles Lebensgefühl zu sagen, hey, ich kann in mir Dinge ändern. Und das ist doch ein Denke, die aus Täter-Opfer-Denken rausgeht, weil dann muss ich mich auch nicht mehr als Opfer fühlen. Dann kann ich überlegen, hey, geil, okay, ist vielleicht nicht so einfach, aber ich mache mich mal dran, meine Anziehungspunkte zu ändern, Glaubenssätze, was heißt Anziehungspunkte ändern, Glaubenssätze ändern, mehr als geiles Leben, aber vor allem Glaubenssätze ändern, Glaubenssätze ändern, Glaubenssätze ändern, feststellen, dass man viel unbewusste Glaubenssätze hat und die erstmal gar nicht rankommt. Gedankenkontrolle im Sinne von positiveren Gedanken, Countergedanken, ja, konsequent das eigene Leben nice geiler machen. Ja, was ist, das ist so ein ganz anderes Lebensgefühl, oder? Finde ich zumindest. Und dann auch
dann, weiß nicht, denke ich, kommt man auch irgendwann dazu, dass man, ja, dass man so übersprudelt, dass man am liebsten alle Menschen lieben möchte, auch seine ehemaligen Gegner, Feinde und ich weiß nicht was. Und da wollen wir doch eigentlich hin, irgendwie so, ne? Was jetzt nochmal wieder, ich weiß, ich dachte das immer wieder, dass es nicht heißt, dass man nicht Grenzen setzen soll, solange wir noch nicht alle da sind, so, ne? Also, da würde ich mal drüber nachdenken, ist dieses, welche in toxische Beziehungen komme, ich kann überhaupt nichts dafür. Also, ich meine jetzt so Fälle, wo man wirklich länger drin war. Ist das wirklich ein Gedanke, der sich gut anfühlt? Also, wenn er sich für dich gut anfühlt, okay, go for it. Ne? Weiß ich nicht, ich bin kein Guru, ich sag nur, was ich denke, mach das. Aber. Also für mich wird sich das total beschissen anfühlen. Also beziehungsweise hat es auch, ich habe das auch oft immer mal wieder gedacht im Leben. Und ich finde, das fühlt sich irrsinnig beschissen an, so, ne? Also, das ist. Naja. Kann man sich natürlich mit anderen Sachen als Opfer fühlen, immer noch, mit der eigenen Kind. Aber das lassen wir jetzt auch mal außen vor. Wir bleiben jetzt mal bei dieser im Erwachsenenalter, bei Partnern. Klar, jetzt kann natürlich wieder irgendjemand schreiben, ja, was weiß ich, mein Partner hat mir beide Hände abgehackt, was für Anziehungspunkte hatte ich denn da? Lass uns diese Extremfälle mal außen vor lassen. Ganz normale Tixi-Toxi-Beziehungen irgendwie, ne, mit dem normalen Scheiß, der so passiert. Und überlegt mal für dich, aber wie gesagt, wenn du zum anderen Schluss kommst, ey, ich muss niemanden missionieren, ey, wenn du zum anderen Schluss kommst und es fühlt sich gut an, dass alles Pech war, go for it. In diesem Sinne, wir werden es bald.